Wir sprechen heute über Ernährung bei ADHS. Kann man wirklich sagen, wenn jetzt ADHS-Betroffene die Ernährung so umstellen, dass das allein eine messbare oder spürbare Verbesserung bringt? Es gibt Studien, die zeigen, dass ADHS-Symptome um 60% reduziert werden konnten mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Was ist die richtige Ernährung bei ADHS-Betroffenen? Die heutige Studienlage deutet darauf hin, dass die mediterrane Ernährung eine sehr gute Ernährung ist für ADHS-Betroffene, um die Darmgesundheit zu fördern. Okay. Mediterran, da denke ich an Italien, oder? Also das heißt Spaghetti Bolognese und Pizza. Das ist mediterran. Nein, das ist nicht die mediterrane Ernährung, das ist die italienische Ernährung. Die mediterrane Ernährung ist sehr alt und kommt aus dem Mittelmeerraum. Die Ernährung früher in Italien war auch nicht genau, wie sie heute war. Es wird empfohlen, Hülsenfrüchte zu essen, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, viel Gemüse, Obst und eben wenig Milchprodukte, wenig oder mittelmäßig Fleischprodukte und wenn Fleischprodukte, dann zum Beispiel eher auf weißes Fleisch. Jetzt hast du praktisch alles aufgezählt, was es gibt, also kann ich immer noch weiter essen wie bisher? Leider nein, es geht um die Menge, es geht um die Zusammensetzung, um die Menge. Das heißt, es wird empfohlen, zum Beispiel Vollkornpasta, der Weißmehlpasta vorzuziehen. Oder es geht darum, vielleicht mal mehr Hülsenfrüchte zu essen und weniger weißer Reis. Gut, also jetzt angenommen, ich bin ADHS-Betroffener und ich esse jetzt Gemüse und Hülsenfrüchte. Jetzt geht es mir dann besser, ohne Medikamente. Grundsätzlich geht es darum, mit der Ernährung den Zuckerkonsum zu reduzieren und Produkte, Nahrungsmittel mit einem tiefen glykämischen Index zu sich zu nehmen. Was heißt das? Tiefer glykämischer Index sind komplexe Kohlenhydrate, Weißmehl zum Beispiel, hat einen hohen glykämischen Index, da ist ein einfaches Kohlenhydrat, der Körper spaltet es in wenigen Schritten in die Glukosebausteine, in die Zuckerbausteine und es ist wenig sättigend oder nicht langanhaltend sättigend. Das Ziel ist, möglichst langanhaltend sättigende, komplexe Kohlenhydrate, wie beispielsweise Vollkornprodukte, Roggenvollkornmehl. In deiner Praxis, du hast eine ADHS-Praxis, du erklärst das den Leuten und die gehen nach Hause und setzen das um und es geht besser. Also in meiner Praxis ist die Herangehensweise so, dass ich mit den Leuten schaue, was essen sie jetzt schon. Und dann schauen wir, welche kleinen Schritte sind möglich, um die Ernährung, die Sie jetzt schon haben, zu verbessern. Vielleicht gewisse Nahrungsmittel weglassen und mit anderen, gesünderen zu ersetzen. Und dann mache ich mit den Leuten wirklich Ernährungspläne und schaue an, wie man das umsetzen kann. Gerade bei Kindern mit ADHS ist es enorm wichtig, dass die Kinder dann nicht ein Spezialmenü haben, sondern dass die ganze Familie diese Ernährung umsetzt, weil die ist für alle gesund. Ob mit oder ADHS wäre es gut, den Zuckerkonsum zu reduzieren, um die Darmgesundheit zu verbessern. Warum soll ich meinen Darmbakterien jetzt Sorge tragen mit einer guten Ernährung? Die Darmbakterien sind wichtig, um eben auch Botenstoffe wie Serotonin oder Melatonin aufzubauen. Und gerade bei ADHS wissen wir ja, dass Serotoninmangel eine Ursache sein kann, dass ADHS-Symptome verstärkt werden können und dann eben auch Konzentrationsschwierigkeiten auftreten können oder Lernschwierigkeiten oder Impulsivität. Und daher ist es wichtig, dass wir möglichst viele gesunde Darmbakterien im Darm haben, weil ein gutes Darmmilieu auch enorm wichtig ist eben für das Immunsystem, dass sie weniger krank sind, dass genügend Botenstoffe aufgebaut werden können. Daher empfehle ich meistens, dass man auch mit Probiotika, mit diesen gesunden Darmbakterien zusätzlich zu einer Ernährungsumstellung arbeitet. Das heißt, viele fermentierte Produkte, zum Beispiel Sauerkraut ist probiotisch oder eben auch Milchprodukte wie Joghurt oder Quark, Kimchi, vielleicht kennen das einzelne. Das sind fermentierte Produkte, die fördern die guten Darmbakterien. Aber es gibt auch Zusatzpräparate, natürlich probiotische. Das kann auch eine Möglichkeit sein, dass man für eine gewisse Zeit
dem Körper diese zusätzlich supplementiert. Du erwähnst Probiotika bei ADHS, es gibt es ja auch Präbiotika, das ist immer eine Konfusion bei den Menschen. Was sind denn Präbiotika im Zusammenhang mit ADHS? Präbiotika sind eigentlich die Nahrung für die gesunden Darmbakterien, für die guten. Das heißt, wir möchten, dass sich diese vermehren, dass das ganze Darmmilieu voll ist von diesen gesunden Darmbakterien, um die Verdauung zu unterstützen. Und daher geben wir Präbiotika auch nehmen wir Präbiotika auf, zum Beispiel in Form von Flohsamenschalen sind gute Präbiotika, die kann man am Morgen ins Müsli tun, oder die Ballaststoffe wie Gemüse sind gute Präbiotika, die eben gut sind für die Darmbakterien.